Dynamische Märkte in einem globalisierten und wettbewerbsintensiven Umfeld machen die Innovationskraft zum zentralen Erfolgsfaktor für Unternehmen. Mit innovativen Konzepten und Produkten lassen sich Wandel und stetige Veränderung aktiv gestalten. Voraussetzung ist die intelligente Steuerung und effektive Implementierung. Ja, Innovation ist der mit Abstand größte Wachstumstreiber. Und trotz massiver Investitionen in F&E ist leider die Innovationskraft oder die Innovationsleistung relativ schwach. Bei einer Studie mit immerhin mehr als 1600 Unternehmen haben wir festgestellt, dass 72% der Produkte ihr Gewinnziel verfehlen. Schlimmer noch, ein Viertel der Unternehmen hat nicht ein einziges Produkt, das das Gewinnziel erreicht. Und da helfen wir natürlich den Unternehmen, besser zu werden. Wir bei Simon Kucher unterscheiden, anders als andere Berater, übrigens nicht zwischen Strategieentwicklungsarbeit und zwischen Implementierungsarbeit. Unser Anspruch ist es immer gewesen, die Lösung, die wir entwickelt haben, fest und vor allen Dingen nachhaltig in der Kundenorganisation zu verankern. Manchmal geht es aber sogar noch einen Schritt weiter. Wenn Sie zum Beispiel ein Unternehmen ganzheitlich auf Commercial Excellence ausrichten wollen, dann erfordert das eine komplette Transformation. Das beginnt bei den Strategien und bei der Zielsetzung des Unternehmens. Das geht über die Incentives fürs Management bis hin zu dem Training und der Einführung von operativen Tools für den Verkauf. Und das ist Beratung at its best, das ist Hilfe zur Selbsthilfe und das ist Beratung mit echtem Kundennutzen. Auf der Jubiläumskonferenz zu 30 Jahre Simon Kucher & Partners im September 2015 standen praktische Beispiele im Fokus. In Gastvorträgen gaben die Unternehmensspitzen von Miele, Fresenius und Geberit ganz unterschiedliche Einblicke. Mit einer zentralen Gemeinsamkeit: beeindruckendem Erfolg. Dazu gehört exzellente Beratung. Die Idee alleine ist nicht mehr so viel wert. Es geht um die Idee und die Hilfe zur Umsetzung. Ganz wie Thomas Edison es mal sagte, 1% Inspiration, 99% Transpiration. Da muss auch der Berater mit an den Tisch und muss helfen, eben bei dieser Transpiration dabei zu sein, um dann den gewünschten Erfolg zu erreichen. Innovation war ein Haupttreiber auch. Bei uns spiegelt das so ein bisschen wider, dass wir in neue Märkte auch gehen, neue Produkte auch immer dazu bekommen, dazu nehmen müssen. Und ich glaube, das, was auch vorhin ja mal anklang, wenn man sich ewig nur mit demselben Produkt und einem bestimmten Umsatz zufrieden gibt, dann ist man irgendwann vom Markt verschwunden. Was mich am meisten treibt, ist, wie kriegen wir es nachhaltig hin? Und selbst wenn wir lange Rollout-Phasen haben und Projektbetreuung und Begleitung haben, wie kriegen wir es langfristig hin? Und dafür brauchen wir auch einen kulturellen Wandel. Was sicherlich nicht mehr im Fokus steht oder nicht mehr im alleinigen Fokus, ist das, was man früher dachte, hier kommen jetzt nur die Kopfcutter oder besser gesagt die Kostcutter. Das ist es sicherlich nicht. Natürlich geht es um die Gemeinkostenwertanalyse sehr häufig. Natürlich kommen da Ergebnisse dabei raus. Aber das ist nur ein Teil der Beratung. Die strategische Beratung geht ja in ganz andere Felder auch noch hinein und sehr viel tiefer. Als der globale Spezialist für Pricing, Marketing und Vertrieb steht Simon Kucher & Partners nicht nur für innovative Lösungen, sondern auch für die effiziente Implementierung und erfolgreiche Umsetzung mit klarem Ziel. Topline Power. Es geht immer etwas mehr.